Schnuppern, schnuppern, Obi ist ein Radi ohne Gobi, ein Stecker, Tisch von der Kroni mit der Brezel oder ohne Dick, weiß nur Schluss zum Zusendor. Nicht noch zwölf, das ist ganz klar, weiß Obi von deiner Wiener mit Zampernil und Meier sehen. Das war Messer und vor Gobi, weiß mit den Finger am besten schmeckt. Ja, Kraut und Rohr, Mona, Boreschi, Bum, wie gäbe ich's blöd, das nimmer. Bei der Hand was nimmer, wo stand bei Schnaps, das ist ein solides Haus. Ja, weil, ja, weil, ja, weil. Kennerin, Kennerin hat, Kennerin, Kennerin hat Steck, Kennerin, Kennerin hat Steck, Spam, Steck. Ja, Ori, Kennerin, Kennerin hat, Kennerin, Kennerin hat, Kennerin, Kennerin hat. Wir waren Mond verrückt, als ein Wirt was geschenkt. Ja, und ohne Besteck ist man sahn. So, Herr Reiser, ist gut? Ja, Mainburg beregnet, oder? Ah, Mainburg belebt. Mainburg belebt, taghaft belebt, aber sehr beregnet. Was ist der Resümee zur bisherigen? Also, ich finde es toll organisiert. Leider hat es das Wetter halt reingehauen. Ich glaube, das wäre sehr voll geworden. Wir haben jetzt auch die nächste Sonne in den Trockenen. Zu Dank. Es ist ja nicht warm, gell? Es ist nicht warm, aber wir können es uns ja warm machen. Im August zum Beispiel wäre es wärmer. Ja, im August, wenn es was veranstaltet, oder? Hat es das im Auge? Nein, aber du hast ja im August was Besonderes. Ich habe einiges vorher. Was hast du im August? Ich habe noch was Fernsehmäßiges überpassen. Ja, im August, also wir drehen jetzt dann im Juli eine Dokumentation. Time of My Life heißt es. Das ist eine neue Serie, wird ausgestrahlt August bei ProSieben. Und ich werde von einem Kamerateam begleitet in die USA, also in Los Angeles, war ja ein Jahr. Da ringt es weniger. Da ringt es weniger und ja, die begleiten mich heute. Ich bin ja unter anderem Modellbauerin im Film und Jodlerin, Sängerin aus Bayern und das ist eine originäre Mischung. Du kannst fast als Crossover bezeichnen. Es ist eigentlich die bayerische, ich nenne es die bayerische Weltenverschmelzung, weil ich war in Afrika, dann Los Angeles ein Jahr. Ich habe sehr viele Einflüsse, genau, musikalisch. Und ja, das ist für mich jetzt. Ich mache praktisch als Bayerin mit bayerischer Mundart, aber Musik in verschiedenen Einflüssen auf dem Weg lieber in die weite Welt. Und jetzt ist halt die erste Station mal wieder Los Angeles, damit das Ziel immer begleitet. Klingt nach Hollywood. Ja, es ist ein Hollywood. Gibt es noch mehr Verbindungen zu Hollywood? Ja, also ich bin ja Modellbauer vom Film. Ich habe bei mehreren Hollywood-Projekten schon mitgearbeitet, in Babelsberg in Berlin und im Ausland, in Los Angeles auch, in Namibia auch. Und so bin ich praktisch nach Los Angeles gekommen, weil ich durch die Projekte die Leute, internationale Leute kennengelernt habe. Und dann habe ich beschlossen, ich bleibe da noch ein bisschen länger. Was auch übrigens nicht verkehrt klingt, finde ich, ist deine Musik. Das freut mich. Ich bin ja ein sehr kritischer Mensch. Ja. Und das als sehr unikat bezeichnen. Mhm. Mit wem vergleichst du? Mit wem vergleiche ich mich? Also, ja, es ist schwierig. Ich mache halt bayerischen Jodelpop mit Einflüssen aus dem Gospel, Blues, Reggae, auch afrikanische Circle-Song-Musik integriert. Das ist auch so Bobby McFerrin, was sie macht. Ich habe meinen Soul, ich habe einen Blues, aber ich habe ja Gospel, aber das sind Spirits, Spirits, das Afrikanische und auch das Amerikanische. Ja. Das Country. Ich bin eine Country Girl und aus Moorburg, aus Puttenhausen. Machst du deine Musik auf
Tonträger lernen. Tonträger, ich mache gerade mal ein Album. Und das wird wohl zur Doku dann veröffentlicht, beziehungsweise kurz vorher, das wird im August kommen. Warum hast du dich für bayerischsprachige Musik entschieden? Also ich habe ja Englisch geschrieben gemacht gehabt, dann bin ich über ins Hochdeutsche. 2005 habe ich ein Album produziert, nicht veröffentlicht wurde, auf Hochdeutsch. Und das war alles nicht ich. Also damals war der Musikmarkt also anders, da musste alles in der Schiene passen. Und Hamburg kauft kein Bayerisch und so weiter und so fort. Profession kannst du nicht verleugnen, für was du geboren bist. Und das haben wir wieder eingeholt. Also ich war in Afrika unterwegs. Und da dann zu mir gedacht. Lass uns einmal überraschen. Und welchen Abschlusssatz hättest du jetzt nur an Kite an dieser Stelle, an diesem runden Tisch? Das ist meine Botschaft. Wir finden Baum. Leidels, bleibt dran, verfolgt eure Träume. Lasst euch gern von den Eltern belehren. Lernt was Gescheites. Aber folgt auch eurem Herzen. Das möchte ich sagen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Klingt nach Plan.